Grüße Leute, willkommen zurück bei Solo zum Sieg. Beim letzten Mal hat es jetzt nicht ganz fürs Chicken Dinner gereicht, aber ich war manchmal knapp davor, hatte ich etwas das Gefühl. Das heißt, dieses Mal klappt es richtig gut und wir denken einfach nicht an das letzte Mal zurück. Was das letzte Mal geschah? Scheißdreck, bestehst du? Wo? Was? Warum? Wieso? Woher? Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Nein! Nein! Fliegender Tod! Nein, es war so schlecht. Und für die erste Runde habe ich mich gleich für das Anwesen entschlossen. Das ist da, wo Anwesen steht. Und da ist meistens richtig viel los, da sind richtig viele Gegner, alle wollen uns tot sehen. Aber ich habe gedacht, so eine kleine Aufwärm-Action-Runde, da wo es mal ein bisschen kracht, wo man sagen kann, ja, jetzt verrecke ich nicht in 2 Minuten, sondern schon in 30 Sekunden. Das ist doch mal was, oder? Da freut sich doch jeder drauf. Ganz besonders ich. Höre ich andere Schritte? Ich höre niemand anders. Sind wir wirklich alleine beim Anwesen gelandet? Ich möchte es nicht ganz glauben, ne? Doch. Ich höre Schritte. Yo! Terminated. Bam. Ja, so kann es auch mal gehen. Ich kann auch mal gut spielen. Oh, andere Waffe. Hui. Oh, guckt euch das mal an. Also hier. Potenzieller Kollaps. Warte, ist das da? Die haben sogar noch so ein geiles Superpaket gekriegt. Oha, das Agent. Ei Gott. Also wir sind jetzt super ausgestattet. Eieieiei, ist das eine geile Waffe. Also für Nahkampf haben wir jetzt was. Und ja, ich bin zufrieden. Denn mit dieser Waffe hier könnt ihr im Nahkampf einfach alles wegrotzen. Also ein Halbnah-Fernkampf. Da ist kein Visier mehr drauf, aber dafür ist das wie eine Art Gatling. Wir befinden uns übrigens hier in meiner eigenen Garage. Die wurde nachbestellt. Das habe ich mir alles von meinem YouTube-Geld gekauft. Ihr wisst schon, von den 50 Klicks, die ich pro Monat habe. Und ja, ich bin ziemlich stolz darauf. Habe mir die besten Autos rausgelucht. Meine Laufbänder, das wurde alles ideal umgesetzt. Ich bin immer noch stolz auf dieses Werk. Irgendwo ist auch noch mein Zockerzimmer. Ihr seht ja meine Vase. Oh Gott, nee. Ganz ehrlich, wenn ich Geld durch YouTube machen würde, würde ich es wahrscheinlich für andere Dinge ausgeben als für ein Riesenanwesen. Zumal es selbst bei guten YouTubern nicht ausreicht. Warum soll es dann bei jemand wie mir ausreichen? Lieferung unterwegs. Da unten ist der LKW. Da war der... War da noch eine Farbdose? Da ist eine Farbdose. Ich will die Farbdose. Ich will die Farbdose! Ich will ja die Farbdose! Ich krieg die Farbdose nicht. Ich bin zu blöd, um die Farbdose zu nehmen. Ich frage mich, ob der Typ in dem LKW da unten wirklich einer ist, ein Gegner, oder ob das ein leerer LKW war, oder... Wir wissen es nicht, wir werden es aber rausfinden. Nee, ich glaube, der steht da... Doch, da ist jemand. Wow. Oh, der schießt doch besser als wir! Wie kann er nur? Wie kann der besser schießen als wir? Das sollte so nicht richtig sein. Nein! Shove it right up your hair. Aber wie gesagt, das war ja jetzt nur die Aufwärmrunde. Wir werden jetzt Richtung Nuketown gehen und in Nuketown so ein bisschen Action krachen lassen. Und ich hoffe, dass da nicht allzu viele Leute hinterherkommen. But I need the gun. Ey, gibt's hier keine Knarre? 2 Leute, also nur ich und noch anderer. Das wird jetzt super enden. Messer haben wir schon mal? Alle macht den Messer. Alter, gibt's hier keine Knarre? Potenzieller Kollaps entdeckt. Und warum jeder muss ich wieder als andere Elke der Karte? Egal. Wir brauchen noch eine Weste und wir brauchen noch eine andere Waffe. Dann ist alles gut. Eine Weste haben wir schon mal. Wir brauchen überhaupt irgendwas zum Ballern. Sonst sind wir hier verloren gegen den Typen. Ich habe irgendwas gehört. Noch ein zweites Messer. Doppelmesser. Okay, die holen wir uns jetzt. Oh, Stufe 2 Weste. Ey, das Gute ist, wir haben Totenstill. Das sollten wir vielleicht doch wirklich ausnutzen, ne? Dass wir jetzt super leise sind.
Totenstille ist noch halb aktiv. Oh, eine Dreierweste! Aber ich höre den nicht. Da ist er! Okay, schön den Sichtschutz nehmen. Der geht zur nächsten Hütte. Der nimmt den Heli. Der will mit dem Heli wegfliegen. Will er mich verarschen? Leute, wir haben LKW. Unser Schicksal ist quasi noch nicht besiegelt. Das hoffe ich zumindest. Wir haben sehr, sehr wenig Heilung, aber dafür haben wir ein Trauma-Kit, wir haben eine Dreierweste. Eigentlich dürfte nichts mehr schief gehen, aber ich fürchte, es wird alles schief gehen. Schnelleres Auto, gleich schnellerer Moft. Hui! Ja! Schön, dass das immer an derselben Stelle spawnt. Wuhu! Panzerfahrzeug! Ah, da freue ich mich doch gleich richtig. Das ist so eine Sache, ne? Wenn man ungefähr weiß, wo das Zeug liegt, kann man eine Menge draus machen. Das ist mega riskant, was ich jetzt mache, aber mega riskant ist mein zweiter Vorname. Moft mega riskant. Mein Nachname geht keinem was an. Und das Blutpaket ist gar nicht mal so schlecht situiert, finde ich. Außerdem brennt mein Panzerfahrzeug schön. Das ist jetzt nicht so geil. Rauchgranate! Öffnen bitte. Und wir kriegen tatsächlich irgendwas Goldenes. Einen Flammenwerfer. Den tauschen wir mal gegen das Messer. Und weiter geht's aus Panzerfahrzeug. Das war der Loot, Jungs. Lief doch lootastisch. Die Frage ist, was nun? Unser Fahrzeug brennt schon ein bisschen vor sich hin. Könnten auch einfach hier bleiben und zugucken. Vorräte im Anflug. Nee, hier sieht man uns so gut, fürchte ich. Wir stecken uns in dem Gebüsch hier. Sieht uns keiner mehr mit diesem Fahrzeug. Oh, ich habe echt Bedenken. Warte mal. Genau. Geil, oder? Da könnte uns einer wegsnipern. Aber so merkt uns keiner, dass wir überhaupt im Auto sitzen. Okay, so merkt uns also jemand im Auto sitzen. Wir verlassen mal die Karre. Und machen Tatort-Garten-Sound. Ich habe irgendwie keinen Bock, jetzt im Nahkampf hier durch irgendjemanden zu verrecken. Das ist ein Granatwerfer. Ich dachte, das wäre ein Flammenwerfer. Holy moly. Kreiskollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. Und jetzt heißt es einfach mal schön den Gras lauschen, wie es friedlich vor sich digital hinwächst mit den schlechten Bodentexturen. Nein, die sehen besser aus als bei den meisten Spielen. Aber ich finde immer die Größenverhältnisse. Guckt euch diesen miesen Grashalm an. Unglaublich. Aber das ist halt auch jedes Spiel, dieses Phänomen. Aber auch der Stacheldraht, da möchte man glatt dran lecken. So, es geht jetzt hier weiter. Ich gucke mal auf die Zone, vielleicht benutzen wir das Panzerfahrzeug doch nochmal eine Runde. Ansonsten dient's nur als Köder für diesen Freund hier. Sir Donnerfurz. Absolute Megakanone. Von der Talsperre wird geballert. Ich sehe aber niemanden. Ich sehe echt niemanden. Das ist unheimlich. Oh, da war jemand, oder? Ja, auf dem Dach. Seht ihr das? Der kleine Futzel da hinten. Das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner. Aber auf den können wir nicht schießen, weil es weit weg ist und unsere kleine Spritzpistole so weit nicht kommt. Aber jetzt schön mit einer Paladin. Mit Zielfernrohr. Gold. Einfach so ins Gesicht. Bäm. Na gut, ich würde erstmal die Kniescheiben zerschießen, dass er so auf den Boden fällt. Und dann würde ich ins Gesicht reinschießen, weil er es verdient hat. Ach, aber vielleicht. Eher weniger. Muss zurück zum Auto. Zum Batmobil. Ja gut, es qualmt ein bisschen. Ist nicht mehr so ganz so taufrisch, ich geb's ja zu. Wir wechseln die Fahrposition. Und gehen ab in die Zone.
der Zone hinterher. Hey, yo, was geht? Die Zone fällt mir nicht schwer. Hey, yo, was geht? Da oben ist einer mit einer Paladin. Warum kann ich niemanden überfahren? Warum bin ich zu unfähig fürs Überfahren? Okay, Junge. Du hast es nicht anders gewollt. Wo ist er hin? Kommt der rübergelaufen? Wo ist denn jetzt hin? Okay, fahren wir weiter. Da ist er doch! Alter, hör auf mit der Scheiße! Ich habe Kai getroffen, oder? Kann das sein? Ich habe nur meine Zweitwaffe weggehauen. Ey, warum treffe ich keinen? Warum kill ich keinen? Ich habe Kai getroffen, oder? Kann das sein? Ich habe nur meine Zweitwaffe weggehauen. Ist egal, wir können das Spielchen noch ein bisschen weiter treiben. Ich glaube nicht, dass wir den Sieg jetzt holen können. Aber wir sind dann schon auf jeden Fall fast schon in den Top 10. Hör auf zu schlitten, du. Oh, der schlittert aber auch extrem. Leute, es sind nur noch 7 Mann, das heißt noch 6 Gegner und ich habe ein Panzerfahrzeug. Und ich würde es natürlich besser finden, wenn dieses Panzerfahrzeug nur nicht völlig brennen würde oder kaputt wäre. Es brennt ja noch nicht mal, das geht noch eine Weile. Gut, aber es sieht gut für uns aus. Weiterer. Nein! Warum brennt jetzt meine Karre? Nein! Nein, 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 nein! Das sollte so nicht sein! Egal! Ich habe keinen Sensorpfeil. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Und ich muss ins... Nein, halt. Ich muss da benutzen. Okay, wir müssen ins andere Gebäude rein. Nee, muss ich gar nicht. Kann auch... Doch, muss ich. Muss ich, muss ich, muss ich. Eieiei. Das mache ich aber erst im letzten Moment, Leute. Lagebericht. Kreiskollaps-Tod in Sicherheit gegeben. Spannung. 4 Mann noch. 3 Gegner. Wo ist denn jetzt die Wall aufge... Ich laufe in die falsche Richtung. Ich Affenkopf. Ich laufe in die richtige Richtung. Ich bin völlig verwirrt. Nein, falsche Wall. Oh, oh. Gewaltige Instabilität entdeckt. Oh, nein! Nein! Okay, Leute, Platz Nummer 4. Gar nicht so schlecht. Oh Mann, ey. Oh Mann. Warum die Wall? Und warum war der Typ da? Und warum bin ich hinten durchs Fenster gegangen? Ach, so viele Fragen, so wenig Antworten, so viel Tod und schwarzer Bildschirm. Ich bin eine fette Raube und lauf den Scheiß hier lang. Wieder lang. Ja, das ist die Problem. Okay. Angst? Angst vor Explosion? Okay, nachdem dieser kleine Versuch ein bisschen schief gegangen ist, gehen wir als nächstes in die Geisterstadt rein. Und zwar unten rein, das probiere ich gerade zu erspringen. Da gibt es nämlich so ein kleines Loch, da geht's rein. Das ist eigentlich so ein ziemlich großes Loch. Und da kriegt man besondere Loot. Aber ich merke gerade, ich kriege das vom Absprung nicht hin. Ich habe den Absprung verkackt. Ich habe den Absprung voll verkackt. Ich bin ein Vollidiot. Ich wollte die Geisterstadt. Ich wollte euch was Neues zeigen. Da unten sehen wir ein Camp, was besetzt ist von russischen Drogendealern. Und das werde ich jetzt männlich stürmen. Nein, ich werde mich ganz frei hinschleichen und hoffen, dass da keiner ist, damit ich nicht aufs Maul kriege. Oh Gott. Uhu. Oh, warte mal. Farbdose? War da eine Farbdose? Nein, da ist nichts drin. Oder ist das ein Perk, den man gebrauchen kann? Okay, hier war schon jemand.
Ich gehe mal hin zu diesem komischen Windrad. Ich hoffe, dass hier keiner in der Nähe war. Eieieiei. Was war das? War es der Flügel vom Windrad? Das war der Flügel vom Windrad. Hier kommt da. Miau. Und flutsch. Da kann man schon mal denken, es ist ein Gegner. Eigentlich habe ich hier nichts zu tun. Ich könnte also noch eine Runde. Ah, ich liebe das. Das Gute ist, man hat wirklich so mehr Übersicht, ne? Das Problem ist, man kann so schnell mit der Animation nicht auf. Oh, da ist jemand! Da ist jemand! Da ist jemand! Hör auf mit der Scheiße! Okay. Habt ihr gesehen, da war jemand? Der ist jetzt im Rondell drinne. Das heißt, wir können den abfangen. Komm schon. Den holen wir uns. Oder nicht? Wo ist der Typ? Ist der weitergelaufen? Ich sehe nicht mehr. Doch, da hinten war. Achtung, weiter. Ah, komm, nee, hol mal. Such die Sicherheitszone auf. Doch, wir müssen sowieso in die Richtung. Ich habe nur keinen Bock, den jetzt in die Falle reinzulaufen, ne? Der weiß jetzt, wo ich bin. Na klasse. Jetzt ist irgendwie hier vorne ein Dude. Ach Gott, hätte ich doch gleich reagiert. Ich sollte einfach zu Nuketown reingehen, so wie ich es geplant habe. Nein, da renne ich hier durch die Wüste und. Beweglichkeit, Beweglichkeit, Beweglichkeit. Renne ich hier wild durch die Wüste und warte, bis mich jemand abknallt. Und es sind noch 13 Mann. Oh, Farbdose. Ich muss irgendwo rein, wo ich in Sicherheit bin. Ich glaube, in Geisterstadt, da kann ich mich ein bisschen verkriechen. In irgendeine Hütte rein. Scheißegal welche. Die Hütte bringt nichts. Hier bleibe ich halt. Scheiß drauf. Nur noch 5 Gegner, Leute. Und ich schill hier immer noch weiter rum. 5 Gegner hat's noch. Achtung, weiterer Kollaps erwartet. Such die Sicherheitszone auf. Okay, das machen wir gleich. Wir laufen gleich, einfach aus dem Grund. Weil das ist direkt hier vor unserer Haustür. Und das können wir schaffen. Wir schaffen das. Nicht. Wir sterben hier herrlich. Sensorpfeil. Halt, halt. Nein. Halt. Oh, ich hab's überlebt. Was zur Hölle? Das wollte ich gar nicht. Das Problem ist, wenn er rausgeht, sind wir garantiert tot, weil da irgendjemand auf uns wartet. Wir gehen noch ein bisschen weiter runter. Und verstecken uns genau hier. Achtung, weiterer Kollaps erwartet. Sind wir noch in der Zone? Wir wären noch in der Zone. Es sind noch 3 Gegner. 3 Gegner noch. 2 Gegner noch. Bitte kickelt euch gegenseitig. Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Finale, Jungs. Hier ein kleiner Programmhinweis in Ihren eigenen Interesse. In wenigen Momenten sehen Sie, wie dieses junge Format mit einem schicken Dinner für Tomatenmann Moft endet. Der hat eine Dreierweste gehabt! Dieser Scheißtyp! Ha! Natürlich nur ein Scherz, Monsieur. Es war klar, dass dieser Spinner es verkackt. Ah. Tja, Leute, Platz 2, muss ich sagen, war gar nicht mal so übel. Aber schade, dass wir es nicht gerissen haben. Aber vielleicht in der nächsten Folge von Solo zum Sieg werden wir das dann hinkriegen. Schade. Ich ärgere mich echt. Aber auch so, man geht die Dreierweste machen. Typ, der gut schießt, der kann ich da nichts machen. Ich hätte Rauchgranaten nutzen können. Hat mir nichts geholfen. Ach, scheiße. Schade. Leute, danke fürs Reinschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von Solo zum Sieg und dann wird das schicke Dinner endlich geholt.